So, da sind wir wieder hier bei der zentralen Endrunde der Schachbundesligen in Berlin. Ich habe jetzt hier nochmal zum Abschluss den Großmeister Markus Ragger aus Österreich bei mir. Stärkste Spieler aus dem Nachbarland. Markus, du bist ein Vielspieler für Solingen. Ne? Du bist der Go-To-Guy, kann man sagen. Du hast alle 15 Partien gespielt, die Saison 10,5 aus 15. Gutes Resultat, aber jetzt nicht im Endeffekt nicht so berauschend, weil das letzte Wochenende jetzt in Berlin lief nicht, glaube ich, so wunschgemäß, wie du es dir vielleicht auch erhofft hast, oder? Ja, also insgesamt 10,5 aus 15 ist ein super Resultat, plus 6 bin ich schon zufrieden damit, aber es war plus 7 vor dem Wochenende und da war es jetzt 1 aus 3, habe am Samstag und am Sonntag verloren und ja, also am Samstag sogar relativ chancenlos gegen einen Großmeister Feigin, am Sonntag gegen einen Vashila Graf, die Partie, da bin ich durchaus besser gestanden und war eine kämpferische Partie und war ziemlich spannend. Und ist am Ende war schief gegangen und da war es dann schon angenehm, dass heute so eine schöne Angriffspartie gelungen ist und so ein bisschen den Frust abbauen mit Mattsätzen. Schönen Glückwunsch dazu nochmal. Wir müssen natürlich zur Solinger Saison natürlich zu sprechen kommen. Lief jetzt dieses Jahr nicht so wahrscheinlich, wie ich es auch erhofft habe, ne? Nach der überragenden letzten Saison, Deutscher Meister. Jetzt diese Saison, wie würdest du, fass mal aus deiner Sicht die Saison in ein paar Worten, ein paar Sätzen zusammen. Okay, letzte Saison war einfach super, also mit das Ergebnis war im Prinzip nicht zu wiederholen, weil 13 Siege und 2 Unentschieden, also ein Traumresultat. Also das. Aber natürlich haben wir probiert, das zu wiederholen und das hat auch super angefangen. Wir sind mit ein paar Siegen gestartet und dann haben wir ein paar Matches auch verloren, aber es ist insgesamt, die Bundesliga ist so stark, da sind zumindest 10 Mannschaften, die im Prinzip kann man gegen jede von denen auch verlieren, selbst wenn man Favorit ist in einem Match. Und dass man da ein paar Partien halt auch verliert, das gehört dazu. Und dass es aber trotzdem zum dritten Platz gereicht hat, ist toll. Und wir können mit dem dritten Platz auch zufrieden sein und schauen, was die nächste Saison bringt. Sogar Herbert Scheid zufrieden, euer kritischer Teamchef, der natürlich euch immer... ist er eigentlich dabei noch heute? Ja, ist auch noch drinnen. Ja, ist immer dabei. Was hat er gesagt? Ja, also im Prinzip ist ja schon länger klar, dass das mit dem Meistertitel, mit der Verteidigung nichts mehr wird. Also ja... Spielen wir schon seit längerem nur um die Medaillenplätze mit. Es war ein bisschen schade, dass das Match gegen Baden gestern so hoch verloren gegangen ist mit 6,5-1,5. Aber es war, also, ich meine, es ist jetzt natürlich ein bisschen hart zu sagen, es war ein knapper Kampf, weil 6,5-1,5, aber es hat wirklich 3 ganz klare Gewinnstellungen gegeben. Also der Rappert ist ganz klar auf Gewinn gestanden, der Handke gegen Neidic und der Naumann ist auch ein anderer. Predojevic gegen Aronian war, glaube ich, auch eher so. Okay, das waren ausgeglichene Partien oder vielleicht ein bisschen besser. Aber es hat wirklich 3 ganz klare Gewinnstellungen gegeben. Also das war von dem her hätte es durchaus auch knapper ausgehen können oder vielleicht sogar mit der Mannschaftspunkt. Okay, zum Abschluss noch eine persönliche Frage, beziehungsweise zu deiner persönlichen Karriere. Du bist ja jetzt, klar, schon lange der beste Spieler Österreichs, aber auch 2-7 hast du geknackt halt, ne? Letztes Jahr, ne? Korrekt? Ja. Genau, bei der Olympiade war ich dann, also nach der Olympiade war ich offiziell einmal drüber. Das heißt, du bist jetzt auch Top 30, Top 40 gewesen, halt in der Weltrangliste. Wie schaut es aktuell aus und wie ist das jetzt für dich persönlich? Was sind noch Ziele für dich persönlich, die du noch erreichen möchtest? Ja, ich möchte mich natürlich weiter verbessern und in der Weltrangliste weiter rauf. Also ich sehe noch Potenzial nach oben, also A2, 27, 30, das ist einmal das nächste größere Ziel. Aber dann gibt es auch ganz klare sportliche Ziele, so wie die Europameisterschaft, die jetzt im Ende Mai in Minsk stattfindet. Da ist das Ziel, mich für den World Cup zu qualifizieren und ja. Dafür wünschen wir dir natürlich alles Gute, viel Erfolg und herzlichen Dank, dass du zum Interview bereitstandst. Danke.